Ich kehre sofort zur Mutter der Nacht zurück. Es tut mir leid, Cicero, aber du zerstörst das Ambiente. Das ist ja auch mal schick. Mit deinen Kommentaren zerstörst du dieses Ambiente, dieses wunderschöne. So. Ach du Fuck. Vielleicht sollte ich mal einen wieder auf Schleichen machen. Boah, da vorne sehe ich schon irgendwas rumlaufen. Das sieht wieder nach dieser Aschenbrut aus. Schauen wir doch mal, wir können ja zoomen. Ah ne, das ist ein Drauge. Natürlich ist er wieder geschickt ausgewichen. Haha. Was? So, Dremora Lord. Also dieser Dremora-Fürst, das war echt, der war echt sein Geld wert, den zu kaufen. Also ich glaube, ich habe ihn gekauft. Kann auch sein, dass ich ihn gefunden habe. Macht auf jeden Fall Spaß. Also der ist richtig geil. Hey, wo ist denn der? Wo ist denn der Todesfürst jetzt hingekommen? Was habt ihr jetzt mit dem gemacht? Okay, gut, dann ist er halt weg. Ein geschmeidiger alter Nordbogen. Wie sieht denn diese Chitinrüstung eigentlich aus? Das Böse an diesem Ort muss ausgemerzt werden. Die sieht gar nicht mal so uncool aus, aber ich will trotzdem mal jetzt erstmal abwarten, bis ich da mal dazu komme, das ganze Zeug zu verzaubern. Ah, stirb! Ja, super, ich schau noch daneben. Ist da jemand? Keine Ahnung. Wow! So, solange er liegt. Ah, drauf eindreschen. So. Bitteschön, viel Spaß. Kloppt euch je nach Belieben. Ja. Hier stürzt ja alles ein, ey. Ich hoffe, wir finden jetzt gleich, wonach wir hier suchen. Was auch immer es sein mag. Eine Belohnungstruhe, ein Stahlschwert, ein Stahlhelm, super. Halskette des mächtigen Knappen. Naja. Nichts Prickelndes jetzt eigentlich. Ich hatte mir ein bisschen mehr erhofft. Vielleicht kommt ja noch was. Es geht ja noch weiter nach unten. Na prima. Ach, Leute von heute. Aber der Pfeil wird jetzt größer. Das heißt, wir nähern uns unserem Ziel drastisch. Oh, was ist das? Ich speichere lieber vorher nochmal. Nicht, dass ich da reingehe und gleich mal krepier. Hier ist dunkle Magie am Werk. Haltet euch bereit. Dieses Buch. Es scheint irgendwie falsch zu sein. Hier und doch nicht hier. Vielleicht ist es das, was wir suchen. Es deutet ein Pfeil drauf, also von daher. Ich darf mein Volk nicht enttäuschen. Wir müssen herausfinden, was hier vor sich geht. Wo komme ich denn her?
jeden Fall höre ich da ein ätzendes Geräusch. Naja. Hä? Was zum Teufel? Ah! Na prima. Das geht ja schon mal gut los. Ich wollte nur ganz entspannt ein Buch lesen. Bald kommt die Zeit da. Was? Wer seid ihr, dass ihr es wagt, euren Fuß hierher zu setzen? Ah, ihr seid ein Drachenblut. Das spüre ich. Und doch... Ihr habt nicht viel mehr getan, als ein paar Drachen zu töten. Ihr habt keine Ahnung von der wahren Macht eines Drachenbluts. Dieses Reich liegt jenseits eurer Macht. Ihr könnt ihr nichts ausrichten. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis auch Solstheim mir gehört. Die Gedanken seiner Bewohner kontrolliere ich bereits. Bald werden sie den Bau meines Tempels beenden und ich kann nach Hause zurückkehren. Schickt ihn dorthin zurück, woher er gekommen ist. Er kann mit dem Rest von Tamriel auf meine Ankunft warten. Ja. Ah, kann ich mich nicht irgendwie wehren? Ja, das war jetzt mal echt nasty experience hier. Was ist mit euch geschehen? Ihr habt das Buch gelesen und dann... Ja. Es schien, als wärt ihr nicht wirklich da. Ich konnte euch sehen, aber ich konnte auch durch euch hindurch sehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich sah Mirak auf einem Drachen. Wo? Wo ist er? Können wir zu ihm gelangen? Können wir ihn töten? Irgendwie habe ich dieses Buch zu ihm gebracht und es scheint irgendwie sowas ähnliches wie das Reich des Vergessens zu sein, so wie das aussah. Dann ist es gefährlich. Wir sollten in mein Dorf zurückkehren und es meinem Vater zeigen. Vielleicht weiß Dorn, was hier vor sich geht. Kommt! Hier scheint es nach draußen zu gehen. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Bevor ich nochmal hier irgendwie so eine komische Erfahrung mache. Dann auf zurück nach Solstheim. Stufe 57 lässt auch nicht mehr lange auf sich warten, Freunde. Der Tempel von Mirak, Errungenschaft freigeschaltet. Sehr nice. Seht ihr das grüne Licht? Das kommt vom Windstein, der mein Volk gegen sein Wind. Der Windstein. So, jetzt habe ich mal wieder nicht gehört, was sie gesagt hat, weil ich wieder den Ort entdecken musste. So, ich glaube, dass das da oben auf dem Radar Skaldorf ist. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Das Dorf liegt direkt vor uns. Storn hat seine Magie benutzt, um eine Barriere darum zu errichten. Und so die wenigen von uns, die noch übrig sind, zu schützen. Wer immer noch da ist, ist ein gutes Zeichen. Na dann, auf geht's. So, wartet mal kurz, Leute. So, ich habe jetzt mal kurz Aufnahme an und wieder abgeschaltet, weil ich habe wieder so kleine Ruckler drin. Ich hoffe, das mäßigt sich jetzt. Wenn nicht, dann muss ich vor der nächsten Aufnahme echt schauen, was da los ist. Aber jetzt scheint es wieder zu gehen. Ja, noch umständlicher kannst du jetzt hier nicht rumlaufen, oder? Vater, ich bin wieder da. Es gibt noch Hoffnung. Freya, was habt ihr zu berichten? Können unsere Leute befreit werden? Nein,
Aber ich habe jemanden mitgebracht, der einige Dinge gesehen hat. Hallo, ich bin der Held. Er hat bestätigt, dass Mirak tatsächlich hinter den Leiden unseres Volkes steckt. Das hatte ich befürchtet. Aber wie ist das möglich, nach all der Zeit? Ich fürchte, es gibt zu viel, was wir noch nicht wissen. Bitte sagt Storm, was passiert ist. Ihr habt also Dinge gesehen? Meine Magie wird schwach, ebenso wie die Barriere um unser Dorf. Die Zeit ist knapp. Erzählt mir, was ihr wisst. Mirak steckt hinter dem, was mit eurem Volk geschieht. Woher wisst ihr das? Ich habe ein Buch in Miraks Tempel gelesen und bin an einem anderen Ort gelangt. Mirak war dort. Die Legenden erzählen von diesem Ort. Am Tempel fanden grausame Schlachten statt. Die Drachen legten ihn in ihrem Zorn in Schutt und Asche. Sie sprechen auch von etwas Schlimmerem als Drachen, das darin begraben ist. Kaum vorstellbar. Doch wenn es stimmt, es bedeutet, dass das, was ich befürchtet hatte, eingetreten ist. Mirak war niemals ganz fort. Und nun ist er zurückgekehrt. Wenn ihr dorthin gehen und ihn aufsuchen könntet. Seid ihr wie Mirak? Seid ihr ein Drachenblut? Ich bin tatsächlich ein Drachenblut. Allmählich glaube ich's ja. Dann seid ihr wahrscheinlich mit ihm verbunden. Die alten Geschichten sagen, dass auch er ein Drachenblut war. Was bedeutet das, wenn wir beide Drachenblut sind? Ich bin mir nicht sicher. Es kann bedeuten, dass ihr uns retten könnt. Oder es bedeutet, dass ihr den Untergang bringt. Nee. Unsere Zeit hier läuft ab. Die wenigen von uns, die noch nicht unter fremder Kontrolle stehen, können sich nicht mehr lange schützen. Ihr müsst nach Serings Wacht reisen. Er lernt das Wort, das Mirak vor langer Zeit lernte, und nutzt dieses Wissen am Windstein. Vielleicht könnt ihr unsere Leute aus ihrer Versklavung befreien. Ich frag euch jetzt mal, Storn, was wisst ihr denn eigentlich über Mirak? Das meiste Wissen um ihn ist mit der Zeit verloren gegangen. Er war ein Drachenblut. Doch diente er den Drachen, ein Priester ihres Ordens, hochgeschätzt und sehr mächtig. Dann wandte er sich gegen sie und wurde zu etwas, was sie fürchteten. Er wurde vor langer Zeit besiegt, aber offenbar nie vernichtet. Warum muss ich da ein Wort der Macht eigentlich dafür lernen? Mirak steckt hinter den Machenschaften in unserem Dorf. Und darum ist sein als Drachenblut erlangtes Wissen der Schlüssel dazu. Ihr seid auch ein Drachenblut. Auch ihr könnt diese Macht beherrschen. Vielleicht mit einem besseren Ausgang. Okay. Möge die Dunkelheit euch nie berühren. Wenn uns jetzt noch jemand helfen kann, dann ihr. Wo ist denn eigentlich eure Mutter, Freya? Ich will euch adoptieren. Nee, kleiner Scherz. Sie starb, als ich noch sehr jung war. Sie wurde in einem schrecklichen Schneesturm gefangen, als sie gerade vom Holzsammeln nach Hause zurückkehrte. Ihr müsst verstehen, dass das Leben für die Skal ständige Entbehrung bedeutet. Wir nehmen nichts als gegeben hin. Das können wir uns nicht leisten. Zwischen den Wölfen, dem Wetter und den Bedrohungen im Süden kann selbst eine einfache Aufgabe wie das Sammeln von Feuerholz auf einmal tödlich enden. Früher oder später holt der Tod uns alle. Wir Skal fürchten den Tod nicht. Wir wissen, dass wir zum Allschöpfer zurückkehren und neu geboren werden. Das Leben endet niemals wirklich. Der Tod ist nur der Weg von einer Gestalt zur nächsten. Für eine Schamalen kämpft ihr wirklich gut, wie ich bemerkt habe. Wer hat euch denn ausgebildet? Skarf der Riese, unser früherer Häuptling, hat mir die Kampfkunst beigebracht.
Er war ein Bär von einem Mann und ein furchterregender Krieger. Als kleines Mädchen hatte ich Angst vor ihm. Ich war ein rastloses und zorniges Kind. Scarf unterrichtete mich im Schwertkampf, um das Feuer richtig zu nutzen. Er war ein großer Mann und ein guter Anführer. Ich vermisse ihn sehr. Schade, die kann uns wohl nicht begleiten. Lebt wohl, Fremdling. So, was gibt's jetzt hier alles Spannendes? Gibt's hier eine Schmiede vielleicht? Hier gibt's definitiv Horkerfleisch.